freuen wir uns jetzt auf einen Halbschwergewichtskampf zwischen Anthony Johnson und Bazooka. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Halbschwergewichtsfight. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Im Hinblick auf Größe und Reichweite müssen wir festhalten, da liegen beide mehr oder weniger gleich auf. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Light Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist making his professional debut here tonight. He stands 64 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Mecca, Saudi Arabia, Bazooka. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 22 wins, 6 losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Boca Raton, Florida, Anthony Rumble Johnson! And with the action begins, our referee in charge, Eve Levine. Das hier ist Eve Levine, unser Referee für diesen Kampf. Are you ready? Are you ready? Und los geht es hier in der Saitama Super Arena in Tokio, Japan. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Ja, er ist angeschlagen. Oh, der Schlag geht daneben. Oh, schöner Kick zum Kopf. Er trifft ihn. Schöner Angriff, Feria. Das artet in eine wilde Prügelei aus. Oh, oh. Klarer Wirkungstreffer. Und da steht er wieder. Gute Deckungsarbeit von Bazooka. Guter Kick, voll auf den Körper. Toller Jan. Ah, gelungene Overhand. Knacken. Oh, oh, er scheint benommen zu sein. Schöner Schlag, aber daneben. Starker Overhand, sehr gut. Starker Angriff zum Kopf. Ah, oh, voll auf den Körper. Was für ein starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Tolle Linke, oh, super gemacht. Der zeigt Wirkung. Kopftreffer. Und jetzt ist der Kampf vorbei. Was für ein gewaltiger Kick, mit dem er sich hier heute Abend den Sieg geholt hat. Er hat seinen Gegner voll erwischt und ihn damit natürlich auf die Bretter geschickt.